Moment. Kann ich eine Mahlzeit nehmen? Weil das ist mir... Kann man benutzen, das machst du mit X. Weil das ist mir momentan ein bisschen... Weiß ich nicht. Gesunde Mahlzeit benutzt. Und die gibt mir... Volle Energie. Das ist schön. Weil hier ist irgendwie sehr rar gesät in Sachen mit Äpfeln und sowas. Oder passt die Raupe jetzt auf, dass ich nicht auf die Stacheln falle? Das wäre natürlich sehr nett. Aber das ist jetzt auch egal, ob ich dann jetzt einmal getroffen werde von dem Vieh. Dafür war auch die Linie da. Das ist natürlich interessant. Was ist hier drin? Wow. Dann hat sich ja wieder richtig gelohnt. Musik ist am Abspacken. Ich hoffe einfach mal, dass das Schieberätsel jetzt offen ist, ne? Ich wüsste jetzt sonst nicht, wie das sonst hier funktionieren soll. So, und rüber. So, mal gucken. Das Schatzhaus. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nee. Nee. Okay, eins stimmt nicht. Ich hoffe mal einfach, dass das das eine ist, was da so abseits ist. Oder es ist diese Kiste. Dass man die noch kaputt machen muss. Ach, wisst ihr was? Ich probiere einfach mal hier. So. Einfach mal gucken, was sich jetzt tut. Nicht, dass ich dann den ganzen Weg nochmal irgendwie gehen muss. Können wir es ja einfach mal ausprobieren, weil ich wüsste jetzt nicht, warum hier sonst diese Haselnuss-Ding hängen soll. Weil ohne Haselnuss ist das, glaube ich, schwierig, da hinzukommen. So, mal gucken, was sich getan hat. Sieht noch gut aus, sieht noch gut aus. Ne, das war ein Griff ins Klo. Aber es sind vier, ne? 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir müssen 4 Wippen haben. Machen wir das hier wieder rückgängig. So. So. Ja, ich weiß, dass ich das noch nicht aufmachen kann. Also das ist die erste Wippe, die wir haben. Das hier ist die zweite. Fick dich doch, ey. Nummer 2. Nummer 3 ist das hier. Das ist so klar, dass das so sein muss, dass das halt richtig abfuckt, ne? So, dann war die hier. Da hätte ich einfach so lassen sollen, wie sie war. Jetzt geh da oben drauf. Das ist auch mit der Steuerung, ne? Das ist katastrophal. So, stirb. Das hier wieder runter. Klick. Fertig. Okay. Es ist halt so schade, dass die Musik teilweise abspackt, ne? Was sie jetzt gerade nicht im Moment tut, aber die ist halt eigentlich ganz gut. Also ich finde jetzt nicht so nervig. Aufdringlich. So. Was haben wir denn hier? Weh, das ist jetzt hier was Unbrauchbares.
Eine Schildkröte! Oh Gott. Balanciere Steinkrebse. What? Wir müssen auf jeden Fall die eine Schildkröte von da unten holen. Es sind so viele Geister hier. Ich halte es nicht mehr aus. Es sind unglaublich viele Geister. Was ist hier los? Tja, siehst du das Buch dort? Das ist der Schatz des Waldes. Es ist das böse Schweinebuch. Mhm. Die Geister wollen es. Ach so. Können wir sie nicht loswerden? Ich dachte, ich sollte das böse Schweinebuch lesen und dann etwas unternehmen. Aber einer der Steinkrebse aus der Vorrichtung scheint abgehauen zu sein. Oh, ich verstehe. Wenn man noch einen Steinkrebs auf die Waage legt, ist das Gewicht auf beiden Seiten gleich groß und die Vorrichtung wird ausgelöst. Wir könnten auch einfach das ganze Inventar von Tommy nehmen und das auf dieses Wagenteil da legen. Okay, hier kann man auch nicht drin kämpfen. Ja gut, das heißt, wir müssen jetzt die Schildi da holen. Nur ich weiß nicht wie. Weil die war ja so komisch da eingezäunt, nenne ich jetzt mal. Hm. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt einfach geändert hat aus irgendeinem Grund. Da ist auch noch eine rote Kiste. Ja, da ist bestimmt auch wieder nur Scheiße drin. Ah nee, guck mal. Uiuiui. Hallo. Steinkrebs erhalten. Kann man das hier schon aufmachen? 1 Million. Habe ich das? Ich glaube nicht. Ne. Wie viel haben wir denn? Ah, das ist aber knapp. Knapp. Tja, dann müssen wir jetzt wieder zurück, ne? Und so wie das aussieht, habe ich das letzte Mal wirklich nur eine dieser Wippen betätigt. Lustig. Wenn ihr den Sinn hinter dieser Raupe versteht, könnt ihr mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Das reimt sich so gut damit. Und eben hatte ich auch noch Inventar gesagt und dann in meinem Kopf geht das dann alles ein bisschen durcheinander. So, Schatzhaus. Again. Hello again. So. Das ist der Steinkrebs. Das ist der Schild. Leg ihn schnell auf die Waage. Fertig. Es bringt nichts, Tommy.
was ich jetzt immer sagen will, wenn wir jetzt nicht eine neue Aufgabe bekommen, weiß ich schon wieder nicht, wie es weitergeht. Es sind so schwierige Wörter in dem Buch. Ich kann's nicht lesen. Was steht da? Ich kann da nicht lesen. Warum läuft er jetzt weg? Oh nein! Was sollen wir nur machen, Tobi? Hohoho! Wer ist das? Ist das der alte Mann? Ja, es ist der alte Mann. Keinen! Vorsicht! Oh wei! Davon gibt es aber viele hier! Also, das sieht aus wie Pokémon. Gengar. Ne, nicht Gengar, das andere. Verschwinde! Mit meiner Jedi-Hand. Geh weg! Vielleicht habe ich etwas übertrieben. Könnte man sagen, ja. Eine Schweinetasche. Das Buch hat auch eine versteckte Schweinetasche. Hier, das gehört dir. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Mal sehen, das Buch ist zu kompliziert für euch. Ja, ich bin viel schlauer als ihr. Sag's doch einfach. Ich lese es für euch. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich euch vielleicht mehr sagen. Entschuldigung? Ja? Wohin führt dieses Loch? Woher soll der das denn wissen? Zur Zirkusstadt. Was? Oder Schweinestadt wohl eher. Schweinestadt? Das war jetzt auch mein Gedanke. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr dort seid. Aha. Tombi, wer ist dieser Keinen? Ist das nicht der alte Mann von dem ersten Teil? Ich weiß es nicht. Er sieht aber so aus irgendwie. Also jedenfalls habe ich ihn so in Erinnerung. Ich mag die Musik nicht. Zirkusdorf. Aber die sehen mal noch nicht nach Schweinen aus. Aber das ist gut, wir haben jetzt eine neue Stadt bekommen. Das heißt, wir haben hier jede Menge neue Aufgaben. Und wir machen Fortschritt. Das ist ja der Wahnsinn. So. So, was habt ihr denn zu sagen? Darf ich jetzt wieder vorlesen? Hä? Ich suche eine Heilpflanze, um meine Mutter zu verarzten. Ich komme aus der Bergwerkstatt. Wie ist er da hingekommen? Ich habe es einig, also bitte. Ich hoffe, Mutter geht es gut. Eine Heilpflanze. Aber normalerweise, die hätten wir dem ja gegeben. Dann, glaube ich, oder? Ja. Wer bist du? Was? Besucher haben wir hier selten. Miss Russisch, Frau. Tja, vor langer Zeit war dies hier ein wundervoller Zirkus. Aber wie ihr seht, ist das Dorf von den bösen Schweinen verflucht worden. Alle Dorfbewohner sind in Schweine verwandelt worden. Außer ihr beide. Sie können natürlich auch keine Menschensprache mehr sprechen. Was sollen wir machen? Das Schwein besiegen? Aber wenn du mit den Dorfbewohnern reden könntest, könnten wir das Problem lösen. Wenn du ein Schweinekostüm trägst, kannst du die Schweinesprache verstehen. Mhm. Der ist ganz schön dick. Das ist ein
Gewippe. Sieh nur, das Kind dort trägt eins. Das ist ein Schweinekostüm. Alles klar. Reden durch. Es gibt im Dorf nur zwei Schweinekostüme. Das muss eines davon sein. Siehst du den Garderobenschlüssel, der an der Wand dieser Hütte hängt? Ja, jetzt wo du es mir gesagt hast, aber andernfalls hätte ich ihn nicht gesehen. Dieser Schlüssel öffnet die Garderobe mit dem Schweinekostüm. Mhm. Die Garderobe ist im Zirkuswarenlager. Ganz leicht zu finden. Yay! Okay, aber ich will jetzt erstmal mit dem Typen hier quatschen. Das hört sich nicht schön an.